Hallo meine Lieben, ja, jetzt geht's zum Orakel. Was ist jetzt wichtig für dich? Ich habe die Karten hier schon mal gemischt, alle schon mal rausspringen lassen. Und zwar geht's hier jetzt los. Was beschäftigt dich für eine Energie aus der Akasha-Chronik? Da habe ich hier zwei Karten. Dann geht's weiter mit den Runen-Orakel. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Verpackung ist. Ja, von Antara Reimann und Roland Scholz vom Schörner Verlag. Dann mit den Gilded Reverie Nenemor, da gucken wir mal in die aktuellen Energien hinein. Und zum Abschluss sollte ich hier noch einen Schutzengel begleiten und natürlich noch ein Krafttier. Ja, alle verwendeten Kartendecks findest du auch hier unten in der Infobox. Ich bedanke mich erstmal bei allen Abonnenten, bei euren lieben Kommentaren und natürlich für eure Likes. Jetzt einmal, und zwar gucken wir jetzt mal, was beschäftigt dich gerade. Dich beschäftigt gerade. Das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Vertraue dich der liebevollen Führung des Universums an. Ja, es kann hier möglich sein, dass das Universum gerade mit dir versucht zu kommunizieren, aber du das wahrscheinlich noch nicht so richtig erkennst. Also achte hier mal auf die Zeichen, ja, was dir hier begegnet, was vielleicht manche Menschen sagen, was vielleicht das Radio abspielt für eine Musik, was du vielleicht findest an Steinen, Federn oder sonstigen. Und ja, was vielleicht bestimmte Menschen auch zu dir sagen. Das Universum kommuniziert nämlich immer hier mit allem. Ja, es versucht dir mit Hand und Fuß zu kommunizieren. Und du sollst einfach mal in der nächsten Zeit darauf achten, was dir das Universum sagen möchte. Und gleichzeitig sagt dir das Universum, du bist geliebt. Nimm an, dass du immerzu über deine höchsten Vorstellungen hinaus geliebt bist. Ja, also das Universum sorgt immer für dich, ja. Und das ist jetzt wichtig für dich, dass du mehr auf das Universum achtest, also dass du mehr auf die Zeichen achtest, die in dein Leben kommen und dass du dir bewusst bist, dass du immer zu jeder Zeit hier geliebt wirst. Wow, also ich muss sagen, das sind schon mal super Karten. Was ist jetzt noch wichtig für dich? Jetzt hier, sind so die Hauptenergien mit. Und da geht es hier um die Perfru. Die Perfru ist immer so, ja, die Rune der Chancen. Ja, also du kannst hier wirklich mal deine Chancen nutzen. Das ist jetzt wichtig für dich. Nutze die Chancen, die sich dir hier in deinem Leben ergeben. Und mit den drei Nonnen kannst du immer was zum Abschluss bringen, irgendetwas in einer bestimmten Angelegenheit. Oder auch wieder neue Fäden in dein Leben reinspinnen. Also auch mal hier deine Chancen und deine Träume hier verwirklichen. So, da gehen wir jetzt mal in die Tendenzen rein. Ja, also in die intensiven Energien. Und ich werde jetzt mal die Karten hier aufdecken, damit sich hier auch ein Gesamtbild ergibt. Ja, also hier sind auch die Gefühle für dich. Also du bist hier selbst gefallen. Hier sind die Würfel. Es ist also Zeit hier. Deinen Gefühlen hier mal Aufmerksamkeit zu geben, ja, dir selbst Aufmerksamkeit zu geben, hier mit dem Fischen. Da muss etwas hier in die Klarheit reinkommen. Was willst du wirklich im Leben, ja, sagt mir jetzt dieses Kartenbild. Was erhoffst du dir im Leben? Was soll hier zu mehr Klarheit kommen? Weil du guckst genau in die Fische und in die Klarheit hinein. Hier könnte auch was Berufliches sein, weil die Fische stehen auch immer so für materielle Sachen, für Geld, Dinge, ja. Das könnte auch nochmal hier für dich relevant sein. Aber es geht jetzt wirklich hauptsächlich nur um dich selbst hier in diesem Kartenbild. Was ist jetzt wichtig für dich? Und das heißt, gib dir hier mehr Aufmerksamkeit. Schau in deine Gefühle rein, um hier in die Klarheit zu kommen, weil die Würfel sind hier schon gefallen dafür, ja. Also es wird wirklich Zeit dafür. Dann gucken wir jetzt hier. Ah, hier haben wahrscheinlich auch noch ein paar Täuschungen. Also, die Karte der Fuchs sagt mir immer und mit dem Sarg, dass hier auch Enttäuschungen rausgehen. Ja, haben Täuschungen irgendwie stattgefunden bei dir, ja? Vielleicht auch Selbsttäuschungen. Vielleicht hast du dich manchmal auch selbst enttäuscht oder wurdest enttäuscht. Und das ist jetzt hier wichtig für dich, dass du da nochmal in die Tiefe gehst, dass du dir auch selbst nicht irgendwas hier noch vormachst, sondern dass du wirklich mal hier vorwärts gehst in deinem Leben, ja. Und
Da kann noch die ein oder andere Wolke hier aufziehen, ja, wenn du das dir hier betrachtest. Aber du siehst, hier kommt die Sonne raus, ja. Also es sieht wirklich sehr super aus. Die Täuschungen gehen raus, die haben ein Ende. Deine Selbsttäuschungen haben ein Ende. Und das ist jetzt wirklich wichtig für dich. Also ich sage jetzt nochmal, es ist wichtig für dich in der nächsten Zeit auf das Universum, auf die Zeichen hier zu achten. Dann dir klar zu machen, dass du immer geliebt wirst, ja, auch wenn du dich manchmal einsam fühlst, dann hast du hier die Chancen, nutze deine Chancen, die du hast, ja. Die Nonnen helfen dir dabei, diese Chancen hier ins Leben, also in die Wirklichkeit hier runterzubringen. Dann geht es darum, dir wirklich nochmal deine Gefühle bewusst zu machen. Was willst du denn wirklich in deinem Leben, ja? Wo soll es hingehen? Was wünschst du dir? Und das soll in die Klarheit kommen. Und diese Selbsttäuschungen gehen endlich raus. Auch die Enttäuschungen, die du dir selbst immer auch aufgesetzt hast. Es geht hier in die Tiefe rein, ja. Und wenn du wieder, das ist so, du lässt diesen Wassereimer runter in die Tiefe, guckst dir das an, ja, löst das und dann holst du das klare Wasser wieder nach oben und dir ist klar, was du möchtest. Und deswegen der Reiter, oder kriege ich gleich Gänsehaut, guck mal. Ja, und deswegen der Reiter. Es geht hier vorwärts, ja. Vielleicht manchmal noch in die ein oder andere Wolke hinein, aber diese klärt sich auf, weil hier ist die Klarheit, ja, die liegt oben drüber. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt wichtig für dich, für euch. Jetzt gebe ich dir noch einen Schutzengel mit und der sagt Kraft und Führung, ja. Also hier sind die Schutzengel an deiner Seite. Die geben dir die nötige Kraft, die du dafür brauchst für deine Klarheit. Und die Schutzengel, die werden dich auch führen auf deinem Weg. Also da kannst du dir hundertprozentig sicher sein, ja. Ich arbeite schon von klein auf, habe ich da meine Helfer, meine Engel an meiner Seite. Und du kannst sie auch immer bitten, wenn du etwas benötigst, wenn du Hilfe brauchst, ja. Dann bitte die Engel darum. Sie helfen dir, das wirst du sehen. Und das Krafttier, was dich hier begleiten soll, ja, jetzt hatte ich es erstmal so, das ist hier die Fledermaus. Die Neugeburt ist gewiss. Also du kannst hier wirklich daraus neu geboren werden, ja, mit diesen Dingen. Achte hier darauf, du wirst geliebt. Ja, du kannst deine Chancen nutzen. Und wenn du das hier gelöst hast, wenn du dir wirklich im Klaren bist, wo du hin möchtest, auch mit deinen Gefühlen, dass diese Selbsttäuschung rausgehen, dann fühlt sich das an wie so eine Neugeburt. Dann machst du dir bewusst, jetzt ist es soweit. Genau das möchte ich hier in meinem Leben. Ja, genau so soll es weitergehen. Ja, positiv. Ja, und wenn wir die 7 und die 1 zusammenzählen, dann bedeutet das die 8. Das ist auch hier so eine, ja, das ist die Unendlichkeit. In der Unendlichkeit zu sein, unendlich neugeboren zu werden. Ja. Unendlich, weil alles ist hier unendlich. Alles beginnt hier wieder vom Neuen und du kannst immer wieder von Neuem hier beginnen in deinem Leben. Du musst nicht dort verharren, wo du vielleicht gerade bist. Ja, du kannst immer wieder von vorne anfangen. Okay, meine Lieben, ja, wenn du hier mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, das merkst du innerlich. Ja, wie sich das für dich anfühlt, ob es gerade so dein Thema ist, dann kannst du mir gerne einen Kommentar hier drunter lassen unter diesem Video. Ich freue mich natürlich darauf. Und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, ja, mit viel Sonne, mit viel Klarheit in deinem Leben und mit wundervollen Gefühlen und sogar mit der Kraft und Führung der Engel an deiner Seite, ja. Ciao, ihr Lieben!